Today we would like to show you all the tools a cooler need to have and where it could be nice to have. I dag vil vi gerne vise jer de værktøjer, man har brug for, og hvad der kan være skønt at have ekstra. Heute möchten wir gerne zeigen die Quilling-Werkzeuge, man muss haben und das, was schön sein könnte. Hanna, wir fangen an mit Quilling-Pen. Ja, Quilling Pen. Ja. We'll start with the quilling pens. We have quite a lot here and we will make small videos where we show you the difference between these pens. Why do you need all of them, or which one should you buy first? We have some of them where you get more, and surely the quilling pen, we both agreed, that's the most important tool. Quilling pennene, dem har vi i flere variationer, og vi laver nogle små videoer, hvor vi viser jer brugen af dem, og hvorfor man har brug for måske dem alle sammen. Det næst vigtigste, det synes vi, det er kammen. Ja. The next tool we would choose as the most important cooling tool is the combs. And we love our red comb because it's possible to put together in so many ways and make a lot of things. You can see that in the video. And that's also why we have a big pack. Die Kamme ist das nächste Werkzeug, das wir nächste wichtigste Werkzeug, weil da kann man wirklich so viel machen. Und da gibt's auch die Big Packs. So das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, Quilling Werkzeug. And the next tool group is the ones we use to form, where you make three-dimensional quilling. De næst vigtigste værktøj, det synes vi er gruppen her, hvor vi former. Og der er mange forskellige og mange forskellige måder. Og der kan I også se i videoen, hvad man skal bruge hvornår, for der er så mange muligheder. Es ist auch ganz wichtig, die Formwerkzeuge. Also man kann natürlich auch seine eigenen Hände verwenden, aber da gibt es auch zum Beispiel Helping Hand, Formfinger und auch sowas hier und das hier. Es ist alles ganz wichtig, wenn man die Figuren formen soll. Nur wie heller kommen wir. Das ist ja Sachse. The scissors are so important as well, especially if you make flowers or leaves. Also die Scheren sind auch sehr, sehr wichtig. Und Hanne, wir lieben beide die großen ja. Scheren. Wir können begge to richtig godt lide die store sakse. Og i videoen der vil jeg også gerne vise jer hvorfor. Men det går jo helt ned til de her bitte små pincetsaks, det er altså også et vigtigt værktøj. Og så er der den, du lige har fat i der, Hanne. Den her, ja. Som vi måske bruger allermest. This one is the one we maybe use most of all. Disse forventer vi vielleicht am meisten. Og så har vi pincetter. Og man kan jo bruge sin hånd, men nogle gange så er det jo altså noget småt noget, og der har vi altså nogle rigtig gode forskellige nogle her. We have different tweezers as well, and you use them for different things. De pincetten haben auch unterschiedliche Verwendungen, sind auch ein tolles Werkzeug. Dann haben wir zuletzt hier der Kleber. Und Lack und doppelseitiges Klebeband, das sind ja nicht Werkzeug, aber wir verwenden das immer wieder. So, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und am allerletzten, ja, wir sitzen ja hier auch mit etwas ganz Wichtiges. Das ist die Unterlagen.
Vi verwenden wir immer wieder und auch Nadeln. Das muss man schon von Anfang an haben. Und etwas, das wir nicht gezeigt haben, das sind auch hier. Es gehört eigentlich, wenn man mit Pen Quilling macht, dann sind auch die Lochschablone ganz wichtig. Die hier Holzschablone, die ist also aus dem Tropen wichtig. Nogle gange er vi med direkte på templates, men man kan også bruge sådan nogle her. You can use circle templates. It's quite important, essential actually, if you make pen quilling. And at last we have made some kits and maybe from very small ones, if you just would like to try it out. It's an easy way to start out to get kits where everything is in it with the tools. Det er en nem måde at starte på at købe nogle kit, hvor der er lige til at komme i gang med. Der har vi nogle forskellige værktøjskits. Sæt kits med værktøj, der er en tolles væg. Für einen Anfang, da ist alles mit drin und je nachdem, wie groß man anfangen will, gibt es unterschiedliche Sets. Det her, det var en intro, hvor I lige fik et overblik over de forskellige værktøjer, der findes. Og nu er I klar til at se alle de små værktøjstipvideoer. This was an overview over all the tools we've got, and now we are ready to show you how to use them in the small videos that comes. Das hier war ein Überblick über unsere Werkzeuge und jetzt kommen so kleine Videos, wo ihr seht die kleinen Tipps und Tricks für alles. Ciao!